Folge Nummer 13 von City Skylines. Ja, wir haben hier die Brücke, wo letztes Mal dieser Verkehr da so rumfuhr und damit hierhin keiner weiß warum. Wir haben die Umgehungsstraße gebaut. Ja, da sollten wir demnächst dran weiter checken. Also ich glaube, diese Straße, diese Autobahn, die wird demnächst dann hier weiter in das Feld hier unten vielleicht gehen. Und diese Straße würde ich so rum nach da ziehen wollen. Aber das ist jetzt erstmal noch nicht so entscheidend, weil wir jetzt hier eher eine Kreuzung machen wollten. Mit einer Abfahrt sozusagen. Aber da müsste man auch überlegen, ob man so eine Straße nicht einfach auch mit einer Abfahrt macht und kreuzungsfrei. Aber das wird nie kreuzungsfrei sein, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. Können das ja mal basteln, oder? Ne, wir wollen da nur eine zweispurige Straße, die so ist. Würden die dann hier so hinmachen wollen? Geht das? Bild hoch. Funktioniert nicht, wir sind schon zu nah dran wahrscheinlich. Dann machen wir das so. Und so. Dann haben wir da schon eine Brücke. Und gehen mit der jetzt runter. Oh, so sieht es doch am besten aus, oder? Geht noch einer weiter? Ja, geht noch einer weiter. Dann machen wir das da auch so. So. Und geht das mit der Autobahnauffahrt dann hier da runter zu gehen und dann da drauf? Ist die Frage, ne? So, da müssen wir jetzt mal so machen. Also es wird automatisch ein Kreuzungsbereich hier gestaltet, wie wir sehen, ne? Ziemlich doof eigentlich. Das bringt einen ja gar nichts dann. Die werden jetzt hier links abbiegen wollen. Allerdings, wenn wir das von dieser Seite dann da machen würden, dann wird das ja vielleicht so funktionieren, wie wir vorhaben, oder? Das wäre jetzt so eine Auffahrt. Also die können jetzt rauf und runter fahren, aber nur in die Richtung. Und in der Richtung. Wird so aussehen. Also können wir ja da weitermachen. Ja, das sieht jetzt komisch aus. Also wird es passen. Also die haben jetzt hier definitiv eine Ampel gekriegt, ne? Das würde bedeuten, wir müssen dann mit einer Ampelschaltung arbeiten, ne? Müssen wir dann gucken. Schauen, ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Es ist hier schon das Problem, dass wir dann ziemlich viel Dingens haben, ne? Ja, komm, machen wir so und so. Ne, der müsste dann so kommen. Und dann geht's dann da weiter, ne? Dann parallel dazu. Würde so Sinn machen vielleicht. Nur hier dahin, keine Ahnung, müsste man anders gestalten, wie man da hinkommt. Aber kann man auch von hier erschließen vielleicht noch. Also das würde ich jetzt hier einfach gerade ausziehen wollen. Vielleicht nur bis hier irgendwo. Und dann weiter gucken. Und hier. Achso, die Straße wollten wir darum. Das heißt, wir müssen das mit dem, können wir das hier noch erschließen. Würde ich ziemlich weit nach da gehen wollen. Hierhin und dann dementsprechend nach da und nach da.
Kann aber erstmal so bleiben, würde ich sagen. Wir haben 22.000, Geld ist schon mal da. Wie sieht es mit Wasser aus? Können wir jetzt hier mal gerade nebenher ziehen. Würde ich jetzt so machen. Und dann bis hier hinten so gerade. Zack. Dann ist das schon mal erschlossen. Würde ich bis dahin machen wollen. Und von da aus wiederum nach da. Zack. Dann ist das auch gut. Ich glaube, ein bisschen zu weit, so. So. Und so. Und schon ist da was stehend. Schon läuft da Wasser. Gut. Wir brauchen Wohnraum. Ich würde an der großen Straße jetzt hier auch so ein bisschen Dingens machen wollen. Wohnraum machen wollen vielleicht, ne? So, oder? Da wird schon kräftig gebaut. Kommerz möchte auch, und da haben wir ja auch die Möglichkeit, großen jetzt zu machen. Dann würde ich den nämlich hier gerne in die Abfahrt reinbauen. Da freuen die sich doch, oder? Hier noch ein bisschen und alles ist gut. Okay. Oh, das wird richtig schön gebaut. Büros haben wir natürlich auch noch. Aber dafür haben wir noch keinen Platz in dem Sinne. Vielleicht sollten wir dieses hier Büros machen. Aber dann ist das Verkehrsaufkommen ja natürlich auch hoch, ne? Wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass das hier irgendwo hinkommt. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall werden die Büros wie bekloppt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Werden die Büros super gerne gebaut, da schon mal. Da habe ich jetzt gerade irgendwas weggemacht. So, schnell wieder hin. Gut, das Aussteigen läuft. Wohnraum wird gemacht. Strom geht bis dahin. Wir können aber Strom definitiv hier wieder Geschichten so machen, wenn es geht. Macht's auch. Kriegen wir da zwei hin? Vielleicht kriegen wir da zwei hin. Nee. Da geht leider auch nichts hin. Weiß gar nicht, hatten wir da Häuser gebaut? Kann auch sein, dass da was war. Aber die kriegen jetzt erstmal Strom. Müllabfuhr. Okay, Müllverarbeitungsstatus. Die Müllverbrennungsanlage müssen wir jetzt nur noch sparen, dass die kommt, ne? Aber wir hatten schon eine, ne? Oder? Warte mal. Haben wir die nicht hier oben hingebaut irgendwo? Nee. Oder? Oh, hier ist voll. Zack. Muss ich leeren. Haben aber schon wieder ein Müllproblem, ne? Und die Gebäude leert sich bei 84%. Das ist schlecht. Und die dritte haben wir dann hier gebaut. Das ist jetzt 55%. Okay. Ja. Ich war jetzt ziemlich von überzeugt, dass wir irgendwo eine Müll... Aha, doch, haben wir doch gebaut. Da oben ist er. 378 Müllreserven, 378.000. Verarbeitungsleistung 48.000. Also da ist genug Müll erstmal da, ne? Hm. Vier Fahrzeuge fahren da. Na, ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Hier können wir noch Wohnfläche machen. Wie sieht es da mit Wasser aus? Ist erschlossen. Wohnraum wird immer noch mehr verlangt. Zack. Zack. Die Sackgasse auf jeden Fall. Können wir da machen. Und hier können wir auch machen. Das lassen wir mal frei für etwaige andere Gebäude, die da noch kommen könnten.
Ja, die wollen hier noch mehr Längens haben, ne? Ah, hier. Ja, komm, los, zack. Geht nicht anders, machen wir so. Da können wir große Geschäftsgebäude schon machen. So, hier oben wäre noch Platz für weitere Lokalitäten in Richtung, ne? Machen wir hier noch ein bisschen Geschäftsgebäude hin, dann freuen die sich auch. Da haben wir für Straßen wohl freigelassen. Keine Ahnung, was da noch ist. Das gehört zu dieser Auffahrt oder wo gehört das hin? Die werden da auf jeden Fall welche kriegen und fertig. Ja, komm, da gibt es dann auch noch einen und dann haben wir schon genug gebaut. Ah, jetzt kommt langsam der gelbe Balken auch hoch, dass wir noch Dingens brauchen. Gewerbegebiete. Machen wir da auch ein bisschen zu. Fertig. 18.000 haben wir noch, ist schon ein bisschen Geld. So, dann haben wir hier ein Feuerproblem. So, das ist hier, also das ist kein Problem zu löschen, weil das ist grün, aber das da unten, das ist ja schwieriger. Da kommt keine Feuerwehr mehr hin. Da auch nicht. Aber wir können nicht überall sein. Weil wenn du alles abdeckst, dann hast du zu wenig Geld. So, dann sind wir da. Ja, was hatten wir? Wir hatten letztes Mal noch gesagt, die Brücke hier dementsprechend für gewisse Fahrzeuge sperren. Das müssen wir dann mal gucken, ob wir das machen, ne? Aber da weiß ich jetzt auch noch nicht. Hier sind wir schon soweit. Wie sieht's denn hier mit Bebauung aus? Ach, guck mal, diese werden gar nicht genutzt. Könnten natürlich, ja, Wohnraum ist jetzt abgefallen. Wohnraum haben wir genug, dann lassen wir das erst. Sonst wäre es natürlich möglich gewesen, jetzt hier noch mehr Wohnraum zu erschließen, aber vielleicht nicht. Was macht denn unser Bus so? Ja, vielleicht sollten wir hier im Busverkehr noch einführen jetzt. Wie machen wir das? Das Depot fährt da oder ist das Taxi da? Weiß ich gar nicht. Was ist das hier? Taxizentrale oder was? Ja, Taxi-Depot. Die Busse halten da auch. Wo ist das? Das ist, da ist das Busdepot, okay. Die Frage, wo wir den langfahren lassen, ne? Machen wir da. Und dann hier. Wo fährt denn der lang? Hammer. Sind hier weniger Kreuzungen, dass er dann da lang fährt oder darf er da schneller fahren? Sehr interessant, aber das entlastet natürlich die Straße. Die fahren dann da, 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 okay. Der würde jetzt hier lang fahren wollen dann. Können die denn hier lang fahren? Ja. Dann machen wir das dahin. Dahin. Dorthin und irgendwo müssen wir hier schließen dann. Ach so, den ist da. Dann machen wir lieber hier noch einen. Und da nochmal. Und geschlossen. Haben wir eine neue Linie auch gemacht. Gut. Bildung haben wir bisher keine Oberschulen, sondern nur Grundschulen, ne? Das war die letzte. Und das ist jetzt hier eine Oberschule, die uns 24 kostet. Hätten wir sogar. Ist die Frage, wo du die hinsetzt, ne? Hier so, oder? Ich würde die jetzt hier hinsetzen. Wo waren die vielen Bushaltestellen? Die waren hier beim Taxidepot.
Dann machen wir es doch dahin, oder? Das eine Haus muss dann zwar weichen, aber das ist egal. Gut, dann haben wir auch eine Oberschule. Dann kriegen wir ein bisschen mehr ausgebildete Leute. Wie sieht's mit den bösen Buben aus? Ah, hier am Eingang der Stadt, aber sonst geht's. Und Gesundheit. Arztpraxis, ne. Friedhof. Da sind wir nur noch mit einem unterwegs, das müssen wir wohl mal ändern. Da müsste noch ein zweiter daherkommen. Ich würde den hier oben irgendwo hin machen wollen, aber der ist ja doch, geht jetzt finanziell sogar. Oder hier auf dieser Seite. Ah, hier fehlt Strom. Wir müssen, denke ich mal, da gucken, dass wir noch einen zweiten Friedhof kriegen. Ich mache den da jetzt hin. Und Strom fehlt's dann hier. Oder hier. Das kostet aber 12, das kostet 6. Ja, in den Endbereichen fehlt Strom. Könnte man hier noch eins nebenbauen, ne? Geht da auf der Ecke auch noch eins werden? Ah, erst die 6000, dann geht's erst. Ja, ich denke, da sollte man noch was beibesetzen. Tausend, 5000, ja, das geht ja schnell. Da sollten wir jetzt auch schnell den letzten Tausender noch dazu kriegen, oder? 507, 57. Jetzt müsste der nächste Schritt passend sein. Da ist es. Kriege ich den da noch hin? Wie viel ist hier Maximum? Ach so, sehe ich. Ne, sehe ich nicht. Da sehe ich das. 0 bis 8. Okay, das heißt, hier hatten wir gerade 7. Dann machen wir das doch dahin. So, und dann müssen wir noch gucken, dass wir vielleicht. Das macht nur Strom für da, ne? Das bedeutet, wir machen vielleicht von hier nach da. Außerhalb der Stadtgrenze stand da gerade. Na super. So ist besser, oder? So, der ist gleich weggeblubbert. Und der ist auch weggeblubbert. So, Strom sollte dann wieder da sein. Ja, die Pumpen, die brauchten jetzt nicht so viel, wie die zwei Kraftwerke da gemacht hätten, ne? Die Windkrafträder. Läuft erstmal, würde ich sagen, ne? Gut, dann sind wir da auch ein Stück weiter. Was fehlt denen denn hier? Wagen oder was? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, wir sind da dran. Wir haben ja schon eine Schule gemacht, ne? Also keine Sorge. Die ist ja hier. Wir gehen da schon hin. Kann man das sehen? Studenten 927, also die ist auch schon fast voll. Dann kriegt ihr auch gebildete Arbeiter bald und dann ist alles gut. Das dauert halt seine Weile. Die haben nicht genügend Arbeiter. Ja, das kriegen wir aber. Gehe ich von aus. Genauso wie hier, ne? Da ist es auch so. Aber wir haben ja eine Schule, die das macht. Macht euch keine Sorgen. Irgendwann kriegt ihr auch eure Arbeiter. Wie viel brauchen die denn? Gebildet, 3 von 3. Gut gebildet, keine. Ach so, gute Bildung und Hochschule. Ach, das ist ja, die haben ja schon wieder, verlangen ja schon wieder Sachen, die wir gar nicht anbieten. Gut, okay, eine Hochschule wollen wir jetzt nicht bauen. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.